Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, die Karma-Lehre bezieht sich auf das Tun des Menschen und sie beinhaltet in diesem Tun die Gedanken, Worte und Werke. Die Karma-Lehre sagt, dass jedes Tun seine Folge hat. Aber wir dürfen das eine auch nicht vergessen, jedes Tun hat auch seinen zureichenden Grund. Warum ich etwas tue, warum Sie etwas tun. Manchmal sind Sie sich des Grundes Ihres Tuns gar nicht bewusst. Sie tun etwas und wissen nicht, warum Sie es tun. Das bringt uns dazu, dass wir für das, was wir tun, dann keine Verantwortung haben. Denn wenn wir gefragt werden, warum hast du das getan, dann wissen wir es nicht. Die Frage der Verantwortung finden wir ja in der Heiligen Schrift, sonst früh bei Kain und Abel. Warum hast du deinen Bruder getötet? Dieses Warum, dieser zureichende Grund, hängt auch ganz tief mit dem Karma zusammen und weist uns auch darauf hin, dass unsere Existenz, die wir ja fälschlicherweise Leben nennen, von Geburt und Tod begrenzt ist, aber dass das nicht ausreicht, weil viele zureichende Gründe gar nicht in dieser Existenz enthalten sind, sondern gewissermaßen schon mitgebracht sind. Natürlich wissen wir das auch in der westlichen Philosophie und wir weichen dem aus und sagen, das hängt ja mit der Erbmasse zusammen, das hängt ja mit Vater und Mutter und den Vorfahren zusammen. Und in diesen liegt an sich der zureichende Grund für dieses oder jenes Tun. Aber ganz kann das hier nicht stimmen. Nicht, dass die Erbmasse ihre Unrichtigkeit hätte, aber dass Erbmasse und Karma doch miteinander ganz eng verflochten sind. Eine Seele. Nennen wir den Menschen eine Seele, die nun sich wieder inkarnieren will, inkarniert sich nach den Gesetzen, mit denen sie ihre letzte Existenz beendet hat. Die Quintessentia, die Quintessenz einer Existenz, beinhaltet so viel, wir nennen es primitiv Gutes oder Böses, so viel mit Zwängen und mit Freiheiten, das wäre besser ausgedrückt, die nun mit den Zwängen und Freiheiten der Eltern im Augenblick ihres Liebesaktes, wo das Kind gezeugt wird, zusammenhängt. Und in dieser erbbiologischen Situation ist zu gleicher Zeit auch das Karma dieser Seele, und so ist Karma und Erbmasse im Grunde ein und dasselbe. Nun geht es darum, denn es geht ja weiter, es geht darum, dass wir in die Tunsbereiche kommen. Nein, wir sagen, ein gutes Tun bringt gute Folgen und ein böses Tun bringt böse Folgen. Das ist verhältnismäßig sehr primitiv ausgedrückt, denn ein absolutes gutes Tun gibt es gar nicht. Und ein absolut böses Tun gibt es auch nicht.
Denn irgendwo hat ja dieses Tun wieder seinen zureichenden Grund und irgendwo sind ja auch Phasen von Liebe, vielleicht von versteckter oder von enttäuschter Liebe drin. Also das ist natürlich ein primitiver Ausdruck. Wir neigen alle so zur Primitivität und sagen, das ist ein guter Mensch und das ist ein böser Mensch, als ob es sowas geben würde. Das gibt es nicht. Darum gibt es auch ein drittes in der Aussage. Es gibt nämlich das, und das ist sehr wichtig in der Karma-Lehre, das Tun um des Tuns willen, das keinerlei Folge mehr hat. Das heißt, es geht letzten Endes gar nicht darum, dass wir mit unserem Tun ständig Folgen erzeugen, dass wir einfach immer wieder in weitere Kettenreaktionen kommen, sondern es geht darum, dass wir endlich einmal aufhören mit diesen Folgen und dass wir etwas tun, das ganz einfach sich auflöst durch unser Tun. Jesus hat solche Beispiele gebracht. Denken Sie an das Beispiel des barmherzigen Samariters. Da ist einer vorbeigekommen und sieht den liegen und überlegt sich und sagt, soll ich dem helfen oder soll ich ihm nicht helfen? Und dann geht er doch weiter. Denn wenn er ihm jetzt geholfen hätte, dann hätte er vielleicht gedacht, ja, dann werde ich ja dafür, dass ich ihm helfe, vielleicht einen Lohn bekommen. Denn so sind wir doch. Wenn wir auch keinen irdischen Lohn bekommen, dann kommt das uns in irgendeiner Weise wieder zugute. Denn das meiste gute Tun, was wir tun, ist doch ein berechnendes Tun. Auch wenn wir an Gott denken und an den Himmel denken, du wirst es uns schon wieder vergelten. Vergelt's Gott, sagen wir. Aber wir bleiben doch mit diesem Vergelt's Gott im Karma drin. Da kommen wir doch ganz bestimmt nicht heraus. Und dann kommt der barmherzige Samariter und sieht ihn liegen und kann gar nicht anders wie ihn zugreifen und ihn in die nächste Wirtshaus tragen und Geld hingeben und weiterzugehen. Es ist ganz einfach, er tut es. Es tut in ihm. Er macht gar kein Problem draus. Es hat ihn ergriffen, ganz gegenwärtig. Es ist ein Tun um des Tuns willen. Und damit hat er etwas gelöst. Es geht nicht darum, dass er nachher einen Lohn dafür bekommt, sondern es geht darum, dass er seine Zeit und den Sinn, der in diesem Augenblick war, erfüllt hat. Er hat etwas getan, das ganz gegenwärtig war. Er hat also keine Spekulation auf eine spätere Zeit gehabt. Wenn Sie unsere Seele betrachten, und es gibt so schöne Beichtspiegel, dann können Sie, wenn Sie so einen Beichtspiegel studieren, sehen, wie raffiniert unsere Seele sein kann. Wie sie im Grunde spekuliert mit etwas, wenn wir auch nicht gerade im Augenblick den Lohn bekommen, später werden wir dann doch irgendwie etwas dafür bekommen. In diesem barmherzigen Samariter hat Jesus einen Menschen gekennzeichnet, der in keiner Weise spekuliert hat, sondern der ganz einfach natürlich das tat, was im Augenblick richtig war. Und im Griechischen hätte man von dem Ethos gesprochen, nicht von dem Ethischen, wo ich sage, wenn ich das tue, dann ist das ein richtiges Tun und dann bin ich ein edler Mensch und lauter solche schönen Dinge, sondern es ist
ein richtiges Geschehen gewesen, eine richtige Ordnung, ohne irgendwie in eine Belohnung zu führen. In der Engelslehre des heiligen Thomas von Aquin, da heißt es, die Engel bekommen einen göttlichen Auftrag, sie spüren diesen göttlichen Auftrag in sich und sie tun ihn, und sie tun ihn mit Leichtigkeit, sie ermüden gar nicht dabei, weil sie ihn aus dieser göttlichen Liebe heraus tun, aber sie bekommen auch keinen Lohn dafür. Denn der Lohn ist ihr Tun. Und das ist der springende Moment. Solange wir in einer Welt leben, in der sie auf der einen Seite ein Tun und auf der anderen Seite einen Lohn haben, sind wir alle noch Sklaven. Und das Problem, in dem wir heute stecken mit Arbeitslohn und Gewerkschaften und all diesen Dingen, ist der Übergang in eine ganz neue Menschheitsepoche, wo es aufhört, immer nur an Arbeit und an Lohn, an Tun und an Lohn zu denken, sondern wo der Mensch mit einem Mal erwacht, dass es eine Freude ist, eine Wonne ist, etwas tun zu dürfen, und dass in diesem Tun der Lohn allein vorhanden ist. Verstehen Sie, hier liegt das, was wir überwinden müssen. Und wenn wir auch noch gar keine Aussicht haben, so sind doch die ganzen Engelhierarchien, die jetzt ganz neu einbrechen, denn es sind ganz neue Engelhierarchien als diejenigen, die wir jetzt 2000 Jahre hatten, dabei am Werk, dass das, was mit Arbeit zusammenhängt, ein ganz anderes Gesicht bekommt. Vollständig. Dass wir mit einem Mal nicht nur 35 Stunden, nicht einmal mehr 20 Stunden Woche mehr haben werden. Und dass wir zu dem, was wir Arbeit nennen, zu einem Spiel, zu einem göttlichen Spiel kommen. So wie der Genialische, wenn er etwas tut, auch nicht fragt, ob er jetzt Zeit ist zum Abendessen, sondern der arbeitet, wie es ein Matthias Grünewald gemacht hat, durch ganze Nächte hindurch, und dann öffnete er die Tür und dann war der Isenheimer Altar dagestanden. Das ist das schöpferische Tun. Schöpferisches Tun ist nicht gebunden an irgendwelche Talente. Jeder Mensch kann zu einem schöpferischen Tun kommen. Das habe ich Ihnen deshalb gesagt, weil ich von der Zeit rede und von der Ewigkeit. Nur, wenn Sie Zeit und Ewigkeit zueinander bringen, können Sie schöpferisch sein. Oder umgekehrt, wenn Sie schöpferisch sind, bringen Sie Zeit und Ewigkeit ineinander. Dann ist das ein und dasselbe. Und wenn Sie sich abquälen mit der Zeit, und wenn Sie mit Ihrer Zeit nicht auskommen, und wenn Sie immer wieder sich quälen mit ihrer Zeit, dann fangen sie doch nicht an mit äußeren Symptomen. Das ist, wie wenn sie einen schlechten Arzt haben, der nur die äußeren Symptome kuriert. Sondern dann gehen sie doch in die Tiefe und fangen an, Zeit und Ewigkeit miteinander zu verschmelzen. Gehen sie einmal in ihre Stille hinein, und verschmelzen sie wieder alles miteinander. Es ist gleich, ob sie das Gebet nennen oder Meditation oder Betrachtung oder Versenkung oder wie sie es auch nennen wollen. Überall, wo sie so etwas tun, verschmelzen sie ihre Zeit, ihre individuelle Zeit und ihre individuelle Ewigkeit miteinander und bringen sie in die Ehe. Vorausgesetzt, dass ihnen das Gebet gelingt, dass sich, so würde man in der Philosophie sagen, sich das Gebet in ihnen ereignet.
Das ist Wissen. Es ist also nicht etwas, was ich mache. Wenn ein Gebet ein richtiges Gebet ist, ist es nicht ein gemachtes Gebet, sind es keine gesprochenen Worte oder Gedanken, sondern es ereignet sich, und wenn Sie etwas hinzufügen wollen, als Gnade. Es kommt als eine Gnade in Sie, dass Ihnen das Gebet gelingt, dass es sich in Ihnen ereignen kann. Und wenn es sich in Ihnen ereignet, dann ist es wunderbar. Die meisten Menschen meinen, sie müssen etwas tun. Und sie müssen große Psalmen sprechen und sie müssen bestimmte Körperhaltungen haben und sie müssen dieses und jenes tun und zwingen sich, dieses oder jenes zu machen. Sie waren sicher schon in Gottesdiensten, wo sie sagen, ach, wenn ist er nicht endlich mal zu Ende? Und dann hört er nicht endlich auf mit seiner Predigt oder sonst etwas. Seien wir doch ehrlich. Tun uns doch nichts vor. Warum wollen wir Gott nicht loben und preisen aus unserer Freiheit, wenn es uns zumute ist? Und wenn es uns nicht zumute ist, lassen Sie es doch sein. Dann zwingen Sie sich doch nicht. Sehen Sie, alle die Zwänge hängen ja damit zusammen, dass Sie dann nur die Zeit haben und nur den Raum. Und dann versuchen Sie gewissermaßen die Ewigkeit herbeizureden, aber das gelingt Ihnen nicht. Die Ewigkeit ist immer mit der Liebe des Herzens zusammenhängend. Sie ist immer damit zusammenhängend, dass wir ein wunderbares Zentrum haben und dieses Zentrum nennen wir das Herz. Und jeder Mensch hat ein Herz. Sogar der grausamste Mensch hat ein Herz. Wenn Sie sich ein klein wenig mit der Kriminologie beschäftigen, auch mit Mördern und Menschen, die bis in die schrecklichsten Perversitäten etwas tun, auch dort können Sie das Herz entdecken. Ich kenne noch die Geschichte eines Massenmörders, der auf der anderen Seite heimlich Gutes getan hat und andere überschüttet hat mit Wohltaten. Auch er hat ein Herz. Wir sind immer geneigt, alles in das Extrem des Bösen und in das Extrem des Guten zu tun. Und so leben wir auch in unserem Politikum. Wir sehen überall nur die Gegensätze. Dabei trägt jeder von uns den Gegensatz in sich selbst. Wenn ich meinen Gegensatz, den ich in mir trage, nicht integriere und erkenne, dass es ja mein Gegensatz ist, dass ich ja dieser Gegensatz bin, dann gibt es zwei Möglichkeiten, dass Sie diesen Gegensatz verdrängen, weil er Ihnen unangenehm ist, in das Kollektiv Unbewusster, so hätte es Carl Gustav Jung gesagt, oder dass Sie ihn nach draußen hin projizieren, und dann kommt er, weil draußen eine Spiegelwelt ist, auf sie zurück und erscheint als ein Feind in ihrem Leben. Sie sind sich selbst Feind. Und der Feind draußen erscheint nun in ihrem Leben. Das ist es. Es gibt keinen Feind. Außer der Feind in Ihnen. Und es würde in der Welt keine Feinde geben, wenn nicht in den Menschen selbst der Feind wäre. Der Feind wird aus dem Inneren heraus projiziert. Wenn Sie zurückgehen wollen in die hellenische Geschichte und Philosophie zu Sokrates, Plato und noch weiter zurück, dann spricht man da noch von dem Daimonion, von dem Dämon. Der nun gewissermaßen den Feind draußen erscheinen lässt.
Wenn Sie den Feind loswerden wollen, dann müssen Sie bei sich selbst anfangen. Dieser Feind, den Sie haben, das ist es, wenn er dann erscheint, haben Sie noch eine Chance, Sie haben noch eine Gelegenheit. Und Jesus sagte, liebe deine Feinde, tut wohl denen, die euch fluchen. Jetzt haben Sie noch die Gelegenheit, wenn er kommt, liebe ihn, tu etwas. Nun können Sie es natürlich nicht tun aus Ihrer Natur heraus. Wenn Sie Ihnen ein Mensch bösartig kommt und Sie haben nur Ihre Natur zur Verfügung, was wollen Sie tun? Dann fangen Sie an, auch aggressiv zu werden, zu schreien, um sich zu schlagen und so weiter. Aber dann haben Sie die Möglichkeit, dass sich doch wieder das ereignet, es ereignet sich, dass mit einem Mal Agathosyne die Güte über Sie kommt. Und Sie etwas vermögen, was ganz anders ist wie Ihre Natur. Ganz anders wie das Raubtier, das noch aus einer atavistischen Epoche in Ihnen verborgen ist. Das heißt, in jedem von uns verborgen ist. Es ist daher wichtig, dass wir, verstehen Sie, diese andere Seite kennen. Diese andere Seite, die jenseits der Erscheinung von Raum und Zeit ist. Und diese können wir nur dann kennen, wenn wir uns, und das ist sehr wichtig, an die Gebote halten. Und das erste der mosaischen Gebote heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, Gott ist in mir und er ist in ihnen. Ich soll nicht ihren Gott haben und sie sollen nicht meinen Gott haben. Ich soll mich an meinen Gott halten. Dieser mein Gott ist mein Herr. Ich habe es Ihnen vorhin versucht, in der Zeitrelation zu sagen, dass jeder in sich seine Zeit, seinen Raum, seine Welt hat. Und so hat er auch seinen Gott in sich. Wir können nur zueinander kommen, wenn jeder den Weg seines Gottes geht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieses Ich bin, das immer wieder auftaucht, das bedeutet, ich muss diesem meinem Innersten gehorsam sein. Ich muss nicht dem gehorsam sein, was Sie sagen von sich. Sie müssen Ihrem Inneren gehorsam sein. Bis in das Letzte hinein. Und nur dadurch komme ich zur Freiheit und komme zu meiner eigentlichen Ewigkeit. Nur dadurch, wenn ich ihrem Gott diene, kann ich nicht hinkommen. Das würde bedeuten, ich treibe eine Vielgötterei. Dieses Finden des eigenen inneren Gottes, diese sich versenken in seine eigene innerste Inwendigkeit hinein, bedeutet, dass jeder Einzelne seinen einsamen Weg gehen soll, auch in Freundschaft, auch in Ehe. Es sagte Christian Morgenstern, die zur Wahrheit wandern, wandern allein. Keiner kann dem anderen Wegbruder sein. Eine Zeit lang gehen wir, scheint es wie im Chor. Doch zum Schluss dann sehen wir, dass jeder sich verlor. Selbst der Liebste ringet,
irgendwo fern. Doch, wer's ganz vollbringet, siegt sich zum Stern, schafft sein Selbst durch Christo neu Gottes Grund und ihm grüßt Geschwister ewiger Bund. Das ist das. Und das ist etwas, was wir nicht verstehen wollen. Wir klammern uns an den Gott des anderen, an die Vorstellung des anderen. Der andere hat irgendein Bild, eine Vision von einem Gott, und an diese Vision klammern wir uns und verhindern dabei unsere eigene Vision. Wir verhindern, dass sich Gott offenbart, dass er sich ihnen offenbart, und so sind wir in einem unseligen Kollektiv. So kommen wir nicht weiter. Das Geheimnis Jesu Christi ist, dass er jede einzelne Individualität angesprochen hat. Das Einzige, was er tat, das war die Speisung der 5000, als mal die große Menge da war. Aber sonst war sein ganzes Wirken auf jeden Einzelnen ausgerichtet. Er hat diesen Blinden geheilt, er hat den Gichtbrüchigen geheilt, er hat mit dieser Sünderin gesprochen. Es war immer die einzelne Individualität, an die heran er gegangen ist. Und die Bewusstwertung in Christo ist die Bewusstwertung des Göttlichen in einem jeden Menschen, in mir, sie in sich, und auf diese Weise können wir nur dem anderen dadurch helfen, dass wir ihm einen Impuls geben. Such es doch in dir. Du musst nicht meinen, dass mein Gott dir helfen kann, sondern ich gebe dir den Anstoß, dass du deinen Gott in dir findest. Das ist das Wichtigste. Darum müssen wir so vorsichtig sein mit Gurus, die da behaupten, dass sie Gott seien und dass man sie anbetet und dass sie nun für alle Zuständigkeit haben. So ist das nicht. Und ich glaube, dass wir in Christo genau in dieser wunderbaren Erscheinung und zugleich in diesem göttlichen Geist eine wunderbare Klarheit haben für das Geheimnis der Individualität, in der wir Befreiung und Erlösung erfahren können. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist das Wichtigste. Und wir brauchen nichts anderes zu wissen, als dass er da ist und dass er uns hilft und dass er immer gegenwärtig ist und dass wir das finden, dass ich das finde und dass sie das finden, was sie brauchen. Irgendwie diese Einmaligkeit und wenn Sie es in das Geschäftliche übertragen wollen, diese Konkurrenzlosigkeit. Es gibt keine Konkurrenz, sondern jeder Einzelne hat etwas und hat auch etwas zu bieten, was kein anderer zu bieten hat. Sie haben in sich eine Liebefähigkeit, die kein anderer an Liebefähigkeit besitzt. Und das Geheimnis, das vielleicht am schönsten auch bei den Heiligen ausgesprochen worden ist, die dieses erkannt haben und um deren Willen sie manchmal auch als Ketzer bezeichnet worden sind, ist, dass wir wissen, dass uns Gott braucht.
Er braucht jeden Einzelnen so, wie er ist. Er braucht Sie und er braucht mich. Er braucht jeden von uns. Und die größte Freude, die es gibt, ist, dass ich gebraucht werde. Das ist es. Jede Mutter weiß das, wenn sie viele Kinder hat und selbst wenn sie ein schweres Leben mit diesen vielen Kindern hat. Wenn der Tag kommt, da die Kinder aus dem Haus sind, ist sie so unglücklich. Sie wird nicht mehr gebraucht. Das ist etwas von einem ganz großen Leid. Und seien Sie dankbar, dass Sie gebraucht werden. Und lassen Sie sich brauchen. Die Zeit, in der wir sind, ist eine Zeit, die relativ ist. Manchmal kurz, manchmal lang. Aber sie ist eine wunderbare Zeit, wenn wir die Ewigkeit in dieser Zeit haben. Und die Ewigkeit in dieser Zeit sprengt die Enge der Zeit. Wenn wir heute einen Künstler haben, so wollen wir ja von diesem Künstler nicht eine Darstellung haben dessen, was wir draußen mit unseren eigenen Augen sehen, sondern wir wollen mit dem Auge des Künstlers etwas sehen, was seiner Ewigkeit angehört. Wenn Sie irgendwie ein großes Gemälde, wenn Sie eine Skulptur von Michelangelo Buonarroti oder wenn Sie eine Symphonie von Beethoven hören, dann hören Sie auch die Natur. Er hat ja auch geschildert, wie der Wind ist und der Bach und das alles. Aber Sie sehen dahinter noch etwas anderes. Er reicht noch in andere Tiefen hindurch. Und er bricht über die Grenzen der Erscheinung, über das Diesseitige des Symptomatischen in jene Bereiche des Ewigen und Jenseitigen ein. Und das ist das, was das eigentlich Menschliche ist. Unsere Achse, die wir besitzen, ist eine transzendentale Achse. Es ist nicht allein an das, die Erscheinung, an das Symptom nach draußen gehalten, sondern diese Erscheinung ist ein winziger Teil von dem ganzen Kosmos eines Menschen. Darum hat Paracelsus, Théâtre de Chardin und andere gesagt, dass der Mensch ein Mikrokosmos im Makrokosmos sei. In diesem Mikrokosmos hatten wir alles darin, was der Makrokosmos zu bieten hat, en miniature, im Kleinsten. Und wir hatten in diesem Mikrokosmos alle Schichten, alle Bewusstseinsschichten, die wir nur wünschen, und wir können aus unserer Freiheit, unserer Sehnsucht und unserem Wachwerden heraus in die Affinität mit allen kosmischen Bewusstseinsschichten treten. Darum sprechen wir auch von dem kosmischen Christus. Auch er ist im ganzen Kosmos enthalten, aber zuerst einmal muss ich in meinem Mikrokosmos zu der Schwingungsebene in diesen Logos des Christus hineinkommen. Denn der Logos bedeutet ja Schwingung, Name bedeutet er. Und ich muss sehen, dass ich hineinfinde, dann habe ich auch die Affinität nach draußen. Ich muss alles, was ich draußen haben will, zuerst einmal in mir erreichen, in meinem Mikrokosmos. Denn alles Leben ist innerlich.
Und nur, wenn ich dieses Innerliche in den Griff bekomme, dann ist es nicht schwer, auch draußen die Dinge im Griff zu haben. Aber wenn ich innerlich nicht weiß, was ich will, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen ja nicht, was sie tun, sie wissen ja gar nicht, was sie wollen, dann hat es doch gar keinen Sinn. Dann sind sie mal da und dort, dann gehören sie zu jenen Launen, von denen es heißt, die werde ich aus meinem Munde speien. Ich muss wissen, was ich will. Und darum gibt uns Christus eine ganz klare Antwort. Er gibt die Antwort, wo wir unser Primat zu suchen haben. Er schildert die Natur, seht doch die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht. Und unser himmlischer Vater ernährt sie doch. Tut doch nicht so viel Eitelkeit um euer Tun herum. Seien sie doch nicht so eitel, dass sie tüchtig seien und so viel arbeiten würden, darauf kommt es doch nicht an. Das, wo es wir oft meinen, da muss man einen Wert drauf legen, auf diesen tüchtigen Menschen. Das hat so viel Unheil gebracht. Wenn wir nicht so viel tüchtig wären, dann würden heute noch die Ruinen dastehen. Und das würde uns sehr gut tun. Denn dann würden wir vielleicht mehr gefeit sein vor dem Teufelsspiel, in dem wir uns ständig befinden. So meinen wir immer, jetzt haben wir wieder was kaputt zu schlagen. Denn das fängt ja immer wieder von vorne an. Wir haben doch immer wieder zerstört und immer wieder aufgebaut. Wir haben in dem 30-jährigen Krieg eine Zerstörung gehabt, dass man über 100 Jahre waren die Ruinen dagestanden. Und in Nürnberg sind die Männer aufgerufen worden, dass sie mehrere Frauen nehmen, damit genügend Kinder wieder auf die Welt kommen. Das sind alles Erscheinungen gewesen, die ja immer wieder einmal auftauchen, weil wir immer in diesem unseligen Kreislauf uns befinden. Wir müssen doch endlich einmal aus diesem Zirkulus Viciosus ausbrechen. Die Zeit, in der wir sind, ist nur dann eine gute Zeit, wenn wir die Ewigkeit zulassen. Ich meine Ewigkeit und Sie Ihre Ewigkeit. Meine Ewigkeit ist anders wie Ihre Ewigkeit. Und genauso wie meine Zeit eine andere ist. Und darum schätzen wir ja die Ewigkeit eines anderen. Wenn Sie eine Skulptur sehen, wenn Sie ein Werk eines Genialischen sehen, sind Sie doch erschüttert von dem, was aus seiner Ewigkeit in diese Zeit hineingedrungen ist. Und in irgendeiner Weise könnten wir von jedem Menschen, von jedem von Ihnen erschüttert sein, was sie aus ihrer Ewigkeit in ihre Zeit hinein gewirkt haben, wenn sie nicht immer jammern und klagen würden über ihr Leben, wenn sie nicht immer kritisieren würden an ihrem Leben, wenn sie dankbar wären für jedes Leid, das sie erfahren, wenn sie dankbar wären für die Hindernisse, die ihnen in den Weg gestellt werden. Denn in Wirklichkeit stellen sie ja selbst in ihren Weg. Sie wollen ja über etwas stolpern. Sie wollen ja über irgendetwas krank werden. Überlegen Sie doch, besinnen Sie sich doch. Und dann sehen Sie, wie wunderbar es ist, dass Sie dieses haben erleiden dürfen, nicht müssen. Sie müssen überhaupt nicht. Muss, das ist der Saturn, das ist der Zwang ohne die Ewigkeit. Aber wenn Sie beides miteinander verschmelzen, dann werden Sie aus dem Müssen
in das Dürfen kommen. Und in dem Augenblick werden sie auch mitten in den Schmerzen lächeln und werden ein Leben leben, das schon in jene Reife gekommen ist, die jenseits von Raum und Zeit, doch mitten in Raum und Zeit wirken. Das, was wir eigentlich wollen, ist, dass wir uns besinnen, jeweils besinnen, heute besinnen, dass wir in irgendeiner Weise versuchen, sofort anzufangen und nicht sagen, ich will warten, bis ich diesen Urlaub habe oder bis ich jene Zeit habe, denn dann habe ich Zeit. Wenn Sie das sagen, kommen Sie nicht dazu. Ganz bestimmt nicht. Wenn Sie sagen, am Sonntag, da will ich es in der Kirche in Ordnung bringen, es hat keinen Sinn. Wenn Ihnen ein Einfall kommt, wenn Ihnen eine Erkenntnis kommt, tun Sie es sofort. Seien Sie da, wo Sie sind. Und in diesem Dasein können Sie es verwirklichen. Mitten auf der Straße. Belebtesten Chaos des Verkehrs können Sie mittendrin eine Insel der Ewigkeit sein. Verschieben Sie die Dinge nicht. Denn dadurch, dass Sie immer wieder die Zeit dazu nehmen, wenn ich Zeit habe, dann identifizieren Sie sich nicht mit Ihrer Zeit und sind schon wieder in Absonderung zu Ihrer Ewigkeit. Darum ist Beten eine ganz gute Sache. So sagt es einmal Meister Eckhart. Aber die beste ist es nicht. Euer ganzes Leben soll ein Gebet sein. Nehmen Sie es doch. Tun Sie doch jedes Tun, jeden Schritt, jedes Gespräch, das Sie führen, ist in irgendeiner Weise ein Gebet. Ist in irgendeiner Weise, dass Sie eine Ewigkeit in die Zeit bringen. Und wenn Sie dann das vergessen und mal so eine Kaffeestunde haben, wo Sie über alles Mögliche schwätzen, dann werden Sie nachher merken, wie erschöpft sie nach einer solchen Stunde sind. Viel erschöpfter, als wenn sie eine Tätigkeit geleistet hätten, wo sie für andere da sind, wo sie ganz gegenwärtig etwas haben tun dürfen. Das Tun um des Tuns willen. Das sind einige Punkte, die ich Ihnen heute von Zeit und Ewigkeit sagen wollte. Denn das, worum es geht, ist ja letztendlich, dass wenn wir Zeit und Ewigkeit zusammenbringen, wir wesentlich sind. Das wesentliche Tun ist das Entscheidende.